Diesmal habe ich auf einer Trainingsfahrt einen Stopp in Bingen gemacht. Bingen liegt im Landkreis Ahrweiler. Die Kirche St. Peter wurde im Jahre 1240 gebaut. Da ist aber einer kaputt. Ja, das Mädchen sieht schon fitter aus. Ich habe zu Hause auch noch 2,50 Mark, aber es lohnt sich nicht, jetzt nicht mehr umzufahren. Stadtrechte gab es schon 1267. Die Kirche erinnert mich irgendwie an den Limburger Dom. Mit der Radschuhe wollte ich nicht da reingehen. Unterhalb müsste das Zinsiger Schloss sein. Die Anfänge gehen zurück bis aufs 13. Jahrhundert. So wie das Schloss jetzt aussieht, ist er von 1854. Jetzt geht wieder auf mein Drahtesel, 20 Kilometer rein abwärts, nicht ist Oberwinter. Auch wieder im Landkreis Ahrweiler, aber direkt am Rhein. Viele Leute fahren an der Bundesstraße einfach vorbei hier in dem Dorf, aber ich finde das klasse. Ich glaube, das ist kein Dorf, das ist ja schon eine Stadt. Egal ob Dorf oder Stadt, ich finde einen tollen Ort. Das ist der sogenannte Schwengelpunkt. Das müsste die evangelische Kirche sein. Die Straße läuft parallel zur Bundesstraße. Die Straße hat mehrere schöne Fachwerkhäuser. Das bekannteste ist das ehemalige Haus Schwanen. Durch das Tor geht es gleich in Richtung Rhein. Das war es dann auch schon wieder. Jetzt fahr ich wieder nach Hause. Im Hintergrund ist jetzt Siebengebirge. Es hat da wieder 2 Jahre gedauert, bis ich das nächste Mal das Städtchen besucht habe mit dem Fahrrad. Letztes Mal war ich ja im Sommer hier. Aber jetzt ist es auch 15 Grad. Und das Ende Februar. Wie es aussieht, hat sich in den 2 Jahren nichts verändert. Ja, der blaue Himmel ist geblieben. Hier gibt es doch noch eine ganze Menge alter Häuser.
dat nit jod us, da freut man sich ob der Frühling. Das Burghaus aus dem 17. Jahrhundert steht auch noch da. Was zählt man in Kölle? Ist das in der Ronalpump? Im letzten Mal habe ich das Schild nicht gefunden. Jetzt bin ich richtig, die evangelische Kirche. Natürlich gibt es auch noch eine katholische. Ja, die ersten richtigen Sonnenstrahlen soll man ausnutzen. Ja, das ist St. Laurentius, die katholische Kirche. Erstmals erwähnt wurde die Kirche 1131, so wie sie jetzt steht, ist von 1865. Der Kirchturm sieht aus wie ein Wehrturm. Von wann das Rathaus ist, weiß ich ja nicht. An dem Haus kommt kein Fotograf vorbei. Ich finde, das ist auch ein tolles Gebäude. Auch tollen Schuss gehalten. Sieht aus wie so ein altes Weingut. Ein schöner Blick auf das Siebengebirge. Da verlasse ich mal wieder Oberwinter, fahre wieder den Rhein runter nach Hause. Vielleicht komme ich in 2 Jahren wieder. Es gibt ja so viele schöne Orte hier am Rhein. Na dann hol das Fahrrad mal aus dem Keller und fahren wir ein Stück den Rhein runter. Dann treffen wir uns vielleicht mal. Bis dahin. Tschüss.